Die Frage, wer Cristiano Ronaldo bei Real Madrid ersetzen soll, ist bis heute nicht geklärt. Luka Modric legte den Finger nach dem 0:1 im Klassiko gegen den FC Barcelona in die Wunde. Natürlich vermissen wir Ronaldo. Der Club wollte, dass andere Spieler übernehmen. Ich werde keinen Namen nennen, aber wir brauchen 20 Tore von 2 oder 3 Spielern, sagte Reals Weltfußballer. Ein Satz, der sich wie Kritik an der Transferpolitik der Clubführung liest und an den Mitspielern. Zwischen Gareth Bale und den Fans von Real Madrid hat es zuletzt richtig gestaubt. Als der Waliser im Klassiko ausgewechselt wurde, marschierte er begleitet von einem Pfeifkonzert zur Seitenlinie. Eine Flucht von Bale ist aber trotzdem kein Thema. Auch wenn die spanische Presse etwas anderes berichtet, er ist glücklich, er spricht ordentliches Spanisch und es gibt keine Probleme zwischen ihm und dem Rest der Realspieler. Die Leute, die das schreiben, wissen überhaupt nichts über ihn, verkündete Bales Berater Jonathan Barnett. Außerdem habe es nicht eine einzige Diskussion darüber gegeben, dass Bale Madrid verlassen werde. Er geht nirgendwo hin diesen Sommer. Egal was berichtet wird, er ist zufrieden, er will bei Real bleiben und sie wollen ihn. So Barnett weiter. Am Montag hat die Bild Schalke-Torwart Ralf Herrmann mit Fortuna Düsseldorf in Verbindung gebracht. Nach Düsseldorfs 4:0-Erfolg bei den Königsblauen sollen sich Herrmann und Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel demnach längere Zeit unter 4 Augen unterhalten haben. Laut Fortuna-Sportvorstand Lutz Pfannenstiel ist der Keeper aber kein Thema bei den Düsseldorfern. Da ist überhaupt nichts dran und ich wüsste nicht, mit wem aus unserem Verein es ein Gespräch gegeben haben sollte. So Pfannenstiel gegenüber dem Express.